hier die Brücke, hier mussten wir lang, genau. Aber wirklich, ich finde das echt viel Input mit diesen ganzen verschiedenen Kampfdingern. Das ist echt krass. Lasst, oh nein, nicht schon wieder die. Oh, ich hasse die. Und die tanzen immer so lustig. Ich mag kein lustiges Tanzen. Ja, los. Zack. Mach sie auf Schock. Komm schon, Schock. Noch einmal. Also es ist echt witzig, wie die tanzen. Das kann man nicht anders sagen. Allerdings macht das die Gegner auch nicht besser. Ja, na gut. Zwei gehen. Vorhin hatten wir ja drei, wo das so schlecht lief. Bei zwei geht's tatsächlich. Einen Blender haben wir dazu bekommen. Schön, dass ich die ganzen Sachen auch sammle und nie irgendwie was damit mache. Achso, sie steht da schon. Die stehen alle da schon. Ja, gut, komm, machen wir die. Es werden aber wieder zwei, weil von oben kommt doch bestimmt wieder einer runter, oder? Ja. Wieder zwei Tänzer. Gut, los geht's. Was hat er gesagt? Hast du es gesehen? Wo klang das eben? Ich dachte, die sprechen nur Japanisch. Okay, Vanilla geht's jetzt gerade nicht ganz. Sind das doch drei Stück? Ist das jetzt falsch gesehen? Wir wechseln mal zur grünen Front, dann kann Vanilla ein bisschen heilen. Ja, tatsächlich. Boah, Hetzer-Tanz, das klingt schon so fies. Los, Vanilla, heil! Verlass mich ja auf dich. Okay, müssen wir auch wieder wechseln. Ach, das schaffen wir noch ganz gut jetzt. Aber was ist das denn für einer? Den kenne ich noch gar nicht. Hatten wir den vorhin auch schon dabei? Das ist ein Profi-Tänzer wahrscheinlich. Noch kann sein, dass wir den dabei hatten. Der ist ja mehr so im Hintergrund immer. Vier Sterne nur? Oh, warum? Ich habe doch nur eine Kampfdauer von einer Minute gebraucht. Hm. Egal, egal. Hauptsache, wir kommen voran. So, was machen wir denn jetzt hier? Aktivieren. Ja, das ist wirklich leichtes Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Oh Mann, ich möchte lieber Lightning spielen. Ich finde Sash nicht so toll als Gruppenführer. So, aber auch das speichern wir. Achso, Moment, nein. Spieldaten. Ja. Gut. Nein, jetzt habe ich eine neue Datei benutzt, ne? Verdammt, ich dachte das. Ach, egal. Was soll's? Wir sind heute mal nicht so. Oh, los. Hey, gut vorbeigekommen. Ja, wir warten. Nein, wir warten nicht. Du kommst schon hinterher. Guck mal, wie schnell sie läuft. Sie ist eine kleine Sprinterin, habe ich das Gefühl. Oh, nochmal speichern. Jetzt speichere ich aber mal das Richtige. So, Moment. Da, jetzt haben wir nämlich neu gemacht und ich wollte eigentlich Spielstand 1, Spielstand 5, genau, ich wollte mir Spielstand 1 überspeichern. Jawohl. Dankeschön. Oh ja, was ist das? Das riecht doch förmlich nach einem Endgegner. Oder nach überhaupt irgendein Schrottgegner, nach einem Müll-Endgegner. Na los. Tu dich auf, Müll. Zeig dich. Oh, Transformer. Okay. Das kann ja was werden. Argumentor. Erstmal hier ein bisschen
Genau. Die ganzen Sachen rauf machen. Habe ich auch als Tipp bekommen? Soll man zuerst machen? Slash. Und dann nehmen wir nochmal... Ach ne, ihr macht schon Ena. Das ist ja Ena, alles klar. So, Ena, dann wechseln wir erstmal in die grüne Front, was eigentlich scheiße ist, aber wir haben jetzt schon so viel Schaden bekommen. Und ich möchte ungern, dass den Mädels was passiert. Und Sash, natürlich. So, Manipulator. Manipulator ist, glaube ich, ganz gut, um den Boni hochzukriegen. Hoffe ich zumindest. Wir versuchen das einfach mal. Oder auch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen... Nee, das ist doof. Heilen, 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 genau. Okay. Vanille, heil dich. Sehr gut geheilt. Manipulieren wir noch ein bisschen. Und Schock. Blitzschlag. Und drauf. Muss aber ein bisschen, genau, die Heilung im Auge behalten, weil das kennen wir ja. Los, 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 er ist noch im Schock. Oh, oh, er macht eine Dampfreinigung. Das hört sich ja an. Aber wir haben ihn geschafft. Ich würde sagen, wir haben ihn geschafft. So gut wie. Und? Zack, geschafft. Na wunderbar, das war ja viel zu einfach. Kommt jetzt noch irgendwie eine zweite Front dagegen? Könnte ich mir vorstellen. War ja bei den anderen Endgegnern auch schon mal. Na, hab ich doch gewusst. Immer das Gleiche. Immer noch ein zweiter Schlag. Okay. Das Gleiche. Pushen. Das ist ja bestimmt auch viel böser als vorher, könnte ich mir vorstellen. So, jetzt mal alle buffen. Alles klar. Den Manipulator. Oh. Oh nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte heilen. Gut, ich muss mich ein klein bisschen konzentrieren. Einmal können wir das doch... Oh, oh. Au! Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Und schon wieder macht er die Dampfreinigung. Okay, Heiler, Heiler. Grüne Front. Dann brauchen sie echt so ein bisschen zum Heilen. Vita. Oh, danke schön fürs Vita. Manipulator. Komm schon. Komm in Schock. Ja, ja. Schock. Okay, Blitzschlag. Und rauf da. Sieht so aus, als hätte der schon wieder irgendwie eine neue Eisenschicht oder was weiß ich da bekommen. Weil der auf einmal so dickhäutig wirkt. Ich muss unbedingt heilen zwischendurch. Das geht leider überhaupt nicht anders. Oh, wir müssen ihn, glaube ich, nochmal in Schock versetzen. Wird jetzt beim ersten Mal leider nichts. Los, auf die Maschine! Oh nein, er ist gleich schon wieder weg aus dem Schock. Dann können wir gleich mal in die grüne Front wechseln. Ja, schön gemacht. Aber eigentlich ist die Taktik gar nicht mal so übel. Dann machen wir das so, nochmal so und dann manipulieren wir noch ein bisschen. Oh, wieder erst heilen. Ah, das ist scheiße. Jetzt habe ich den letzten Heilzwang. Und dann wechseln wir am besten gleich in die grüne Front nochmal zum Heilen und dann hoffe ich, dass er
im Blitz ist. In Schock ist. So, grüne Front. Ist diesmal gar nicht so einfach. Okay, jetzt gewinnt er fast gar nicht mehr. Okay. Oh oh. Das war jetzt scheiße. Heil. Heil, meine Gute. Heil, wie du noch nie in deinem Leben geheilt hast. Komm, Schock ist fast ein Schock. Hä? War er schon fertig? Habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ich habe nur die ganze Zeit auf das Schock geachtet. Okay, ist auch gut. Modifikator-Kit und Leonas Werkstatt. Was ist das denn? Für Lightning wurde die Rolle Heiler freigeschaltet. Für Sash die Rolle Brecher. Okay. Heiler finde ich aber nicht so passend für Lightning. Obwohl, vielleicht ist das irgendwann mal bei einer Formation notwendig. Das kann natürlich auch sein. Durch die Einarbeitung von gefundenen oder erstandenen Komponenten in Waffen oder Accessoires können diese aufgewertet werden, um zum Beispiel ihre Wirkungskraft zu verstärken. Sogenannte Modifikationen werden an Speicherterminals vorgenommen. Nähert man sich ein, ja genau, bestätigen, Modifikation auswählen. Danach erfolgt die Auswahl der modifizierenden Waffe. Respektive des zu modifizierenden Accessoires. Als nächstes wird die Komponente gewählt, mit dem der Gegenstand neu moduliert werden soll. Nach durchgeführter Modifikation werden Erfahrungspunkte ausgeteilt. Wurden ausreichend EP gesammelt, wird der Gegenstand aufgestuft und die Wirkungskraft von Fertigkeiten erhöht. Unter den Komponenten befinden sich auch solche, die einen EP-Bonus beinhalten. Das Verbauen von Komponenten mit EP-Bonus ermöglicht eine effizientere Aufwertung der Gegenstände. Abhängig von der Auswahl der Komponenten kann sich der EP-Bonus auch reduzieren. Erst durch gezielte Modifikation und das Sammeln von EP kann sich das Potenzial von Waffen und Accessoires ausgeschöpft werden. Waffen und Accessoires, die ihre höchste Entwicklungsstufe erreicht haben, werden mit einem Stern gekennzeichnet. Durch Einbindung sogenannter Fluxkatalysatoren, eine besondere Art von Komponenten, ist es möglich, den aufgemotzten Gegenstand in einen neuen Gegenstand zu transformieren. Obgleich der neue Gegenstand zu Beginn bisweilen heruntergestuft wird, entfaltet er durch weiteres Aufwerten seine wahre Kraft. Okay. Obgleich der neue Gegenstand zu Beginn bisweilen heruntergestuft wird, entfaltet er durch weiteres Aufwerten... Ach so. Wenn es sich also in einen neuen Gegenstand transfiziert, ist es wahrscheinlich erstmal ein bisschen schlechter, wird dann aber sehr viel stärker, wenn man es nochmal aufwertet. Okay, merken. Merkt ihr das, Windy? Merkt ihr das? Unbrauchbare Ausrüstungsgegenstände können ihre Einzelteile zerlegt werden. Dabei wird der ursprüngliche Gegenstand aus dem Inventar entfernt und als Liste verschiedener Komponenten mit aufgeführt. Offenbar gibt es Komponenten, die nur durch Demontage ergattert werden können. Es existieren über 100 verschiedene Komponenten in unterschiedlichen Variationen und Eigenschaften. Um herauszufinden, welche Kombination von Komponenten zu gewünschten Gegenstand führt, bedarf es einer eingehenden Analyse. Oh mein Gott. Das ist ja auch schon wieder sehr, sehr tiefgehend.